Und da bin ich auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Lara at the Movies im zweiten Star Wars Level Podrace. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt drauf und freue mich auch drauf, weil das jetzt einfach mal was anderes wird. Ich hab's ja die letzten Folgen schon erzählt. Wir werden in diesem Level mit einem Raumschiff oder was auch immer das sein soll, durch die Gegend fahren. Und das wird einfach mal jetzt was anderes. Bin ich sehr gespannt drauf und ich freue mich drauf. Aber da müssen wir erstmal hin zu dem Gerät. Auf jeden Fall sehe ich, hier oben ist schon eine Tür offen. Da können wir dann wahrscheinlich durchlaufen, jawohl. Aber bevor wir das tun, möchte ich gerade mal hier hinten schauen. Aber da ist nichts, soweit ich das erkennen kann. Und das hier ist auch kein Block, das ist nur Wandtextur. Ist ja hier hinten auch so. Gut, dann schauen wir doch mal hier hinten rein. Aha. Ah ja, da muss das Hyperdrive-Generator-Teil rein. Okay, aber schauen wir uns jetzt mal weiter um. Das ist das Teil, Leute. Das ist es, da ist es doch schon. Das Teil werden wir in diesem Level fahren. Und da freue ich mich jetzt drauf. Endlich mal wieder hier ein bisschen durch die Gegend cruisen. Ich glaube, das macht Spaß. Gegner scheinen hier nicht zu sein. Was steht hier? Race Rules. 3 Laps, also 3 Runden, 3 Checkpoints. Submit Cards, Win Prize, Get to Exit in Time. Also das Ganze ist ein Zeitspiel. Ist das nicht so ein Raumschiff da hinten? Ja, genau. Dote. No Beware's Gear. Das muss ich jetzt tatsächlich mal nachgucken, was das heißt, weil das eine Warnung ist. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Meine Englischkenntnisse sind ja nicht so Bombe. Deswegen googeln wir das gerade mal. No Reverse Gear. Kein Rückwärtsgang. Okay, wir sollten nicht den Rückwärtsgang einlegen. Ganz wichtig. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir doch mal unseren Hyperdrive-Generator ein. Wenn hier nicht noch was drin liegt. Ach ja, schön. Medipack. Her damit. Wie viele haben wir denn eigentlich? Also 4 Movie-Stars haben wir, das wissen wir. Und Medipacks haben wir 11 kleine und 18 große. Sollte erstmal ausreichen. Okay, da bin ich jetzt voll gespannt und hab voll Bock darauf, jetzt mit diesem Teil zu fahren. Also, rein damit. Oh. Und dann kann es doch schon losgehen. Da bin ich jetzt sehr heiß drauf. Das sieht cool aus. So, dann steigen wir doch mal ein in das gute Stück. Aber speichern lieber vorher mal ab, bevor wir irgendwas verkacken. Podrace. Und, ach, wir müssen wahrscheinlich von der anderen Seite einsteigen. Ah ja. Gut. Ja, würde ich sagen, los geht's, oder? Das sieht sehr merkwürdig aus. Okay. Was soll das eigentlich sein? Kennt man das von Star Wars, das Teil? Hier ist Start. Das heißt, hier wird die Zeit wahrscheinlich laufen. Und wir müssen irgendwie 3 Runden oder so machen, ne? Wir fahren jetzt einfach mal drauf los und gucken uns das einfach mal an. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Okay. Ah, die Musik ist schon mal gut. Ich glaube, wir müssen den Pfeilen nachfahren. Und ich glaube, wir haben eine Tür geschlossen. Jo. Ah, ein Gegner. Den lassen wir aber mal Gegner sein. Oh, oh. Checkpoint. Ich weiß zwar nicht, was es bedeutet. Ah. Ich glaube, das war doch schon mal ganz gut. Wir speichern das mal zwischen und schauen doch mal, ob hier irgendwie Gegner was verloren haben. Wo kam der überhaupt her? Von hier oben. Aber da ist nichts.
Ja, dann springen wir gerade mal zurück, weil da hinten war ja noch ein Gegner. Den wir am liebsten jetzt nochmal abknallen. Und es ist ja immer gut, das Ganze nochmal zu Fuß abzulaufen, dass man nicht so viel übersieht. Aber der hat nichts hinterlassen. Dann gehen wir doch einfach mal ein Schrittchen zurück. Mit unserem Laserschwert. Aber hier ist eine verschlossene Tür. Okay. Das heißt, dann können wir wieder zurück. Aber Hauptsache den Typ erstmal erledigt, ne? Gut. Aber irgendwie geht das auch noch auf Zeit. Oder es geht schon auf Zeit und ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall interessant und das werden wir alles noch rausfinden. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem Checkpoint. Hier ist auch noch eine Öffnung. Aha. Kann man das einschießen? Oh. Oh, ich wusste gar nicht, dass man da rein kann. Okay. Ich dachte, wir sind jetzt tot. Aber das hat schon mal nicht funktioniert. Macht nix. Dann schauen wir doch mal, wie wir... Oh, da ist noch ein Loch gewesen. Das muss ich jetzt auch noch angucken. Aber da ist auch nix. Okay. Da kommen einfach nur diese Walzen runtergefallen. Okay. Jo, hier können wir auf jeden Fall langlaufen. Dann schauen wir doch da mal rein, was hier so Schönes auf uns wartet. Eine Tür. Und noch eine Tür. Wahrscheinlich ganz viele Türen. Time up. Proceed to start gate, try again. Ich glaube, wir waren nicht schnell genug. Kann es sein, dass wir nicht schnell genug waren? Wir werden es sehen. Wir fahren jetzt hier mal weiter. So, die Frage, links oder rechts? Ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt einfach mal blind drauf los. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen sehr. Ich glaube, wir haben irgendwas nicht in der Zeit geschafft, wie wir es hätten schaffen sollen. Oh, hier kommt noch ein Gegner. Ist er denn? Gehört habe ich ihn auf jeden Fall. Ich glaube, da oben springen wir dann später auch mal drauf rum. Wir fahren das Ding gerade mal zurück. Hier liegt sogar ein Medipack. Okay. Exit Gate. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich muss mich, glaube ich, hier erstmal ein bisschen orientieren. Weil ich mich verfahren habe. Aber da kommen wir bestimmt nochmal hin, auch zu diesem Medipack. Oh. Ich blick das hier gerade gar nicht. Ich fahre einfach mal drauf los. Weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist, aber einfach mal drauf los. Warum nicht, ne? Auf jeden Fall haben wir gelb geöffnet. Ach, warum nicht? Dann machen wir es halt nochmal. Ich habe ja keine Ahnung. Ich finde, wir könnten ja auch mal absteigen. So. Und jetzt gucken wir doch mal, was hier überhaupt drüben ist. Was haben wir denn hier Schönes? Eine verschlossene Tür. Okay. Da müssen wir wohl irgendwie hin. Aber ich bin mir noch total unsicher, was ich überhaupt machen soll. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal weiter. Mal schauen. Auf jeden Fall das Geräusch voll Star Wars mäßig. Wir fahren jetzt mal links hoch. Ah, nee, hier ist eine verschlossene Tür. Also drehen wir wieder rum. Das scheint ja ganz gut zu gehen. Mit diesem komischen Gerät, wo die ganzen Düsen immer an der Wand verschwinden. Sie können es halt auch einfach, ne? Ja, es war jetzt nicht gut von der Zeit, aber ich weiß auch nicht, ob das gerade auf Zeit geht oder so. Das war, glaube ich, ziemlich knapp gerade.
Ich raff's noch nicht. Wir gehen da jetzt nochmal rein und schauen, ob wir da wieder angezeigt bekommen, dass wir nicht schnell genug waren oder so. Time up. Proceed to start gate. Try again. Okay, nochmal. Ich wollte mich da eh noch ein bisschen umschauen. Weil ich das noch nicht ganz gerafft habe. Musste man nicht von der Seite einsteigen? Ich bin verwirrt. War doch so, oder? Geh mal rein, Lara. Steig mal ein. Jawohl. Schön, wenn sie auf mich hört. Das Gefühl habe ich sehr selten. So, dann drehen wir hier mal wieder rum. Fahren nach links. Aber hier gab es ja auch wieder mehrere Wege. Das hat mich total verwirrt. Das letzte Mal sind wir hier lang gefahren. Man könnte aber auch hier lang. Aber hier ist was gesperrt. Also können wir da doch nicht lang. Dann schauen wir mal weiter. Hier geht es nur geradeaus. Anscheinend geht das hier doch auf Zeit. Und das ist der Rückweg sozusagen. Zum Startpunkt. Aber was soll das hier? Hier wollte ich auch mal schauen, ob wir da irgendwo vielleicht lang springen können. Ob wir da hoch können. Oder was das hier überhaupt soll. Weil es sieht mir ja wirklich so aus, als müsste man da später mal hoch. Ja, drehen wir mal eine Runde, schauen mal, ob das der Fall ist. Aber ich glaube, von hier unten kommen wir da nicht weit. Nee, das können wir vergessen. Steigen wir wieder ein in das gute Ding, wo Lara durchlaufen kann. Und das Medipack, das sammeln wir jetzt auch noch ein. Das liegt hier irgendwo. Die Frage ist jetzt, ob der irgendwas verloren hat. Wir können ja nochmal eine Runde drehen. Aber der hat nichts, das ist gut. Müssen wir nicht aussteigen. So, Exit Gate ist verschlossen. Da kommt man wahrscheinlich nur rein, wenn man das in der Zeit geschafft hat. Ach, das hier ist auch geschlossen. Hier steigen wir jetzt auch nochmal ab, weil vielleicht kann man jetzt von hier da oben lang springen. Nö. Dann steigen wir wieder ein. Ich meine, man muss sich ja erstmal einen Überblick schaffen und so, ne? Also, hier runter. War da gerade wieder ein Typ, den ich gehört habe, oder habe ich mir den eingebildet? Mal war es es nicht, ne? Hier sind auf jeden Fall die Giftpfeile wieder. Die uns zum Glück nicht so gut erwischen. Hier ist wieder nichts. Außer einer Sackgasse. Und hier lag doch jetzt auch irgendwo das Medipack. Oder bin ich jetzt blöd? Hier ist wieder eine Tür. Ganz verstanden habe ich das jetzt noch nicht. Aber irgendwie haben wir auch das Medipack übersehen, oder? Keine Ahnung. Wir steigen jetzt gerade mal hier aus. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt schon wieder hier die erste Runde die Zeit gestartet haben. Aber ich sehe auch keinen Countdown oder so, der runterzählt. Merkwürdig. Ich wollte mal hier hoch, aber das können wir eh nicht. Das sah in dem Teil so aus, als könnte man da mal hoch und rein, aber das geht anscheinend nicht. Ich möchte aber gerade mal das Medipack suchen, was wir vergessen haben. Das müsste ja irgendwo noch rumliegen. Ich hoffe, dass man da auch wieder hochkommt. Laufen wir jetzt gerade mal ab. Das war hier vor den Giftpfeilen auch. Aber ich sehe schon, hier ist das Tor schon wieder zu. Okay, da müssen wir wohl oder übel noch eine Runde drehen. Das werden wir wahrscheinlich jetzt die nächsten Folgen tun, Runden drehen, bis wir das hier verstanden haben. Oder bis ich verstanden habe, was wir hier tun müssen. Naja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier bei diesem wunderschönen Gerät in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.